Straße. Bau sie doch einfach gerade. Mein Gott, so schwer ist das doch nicht. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Und wieder 3 Revolutionäre mit auf die Insel. Das ist sehr gut. Eine von 3 Wetten haben wir jetzt schon gewonnen. Und die Rinderprofite werden auch weiter steigen. Wir haben soeben heraus... Das Sägewerk wurde freigeschaltet. Verfassung ist freigeschaltet. Und wir brauchen die Zeitung. Ah, wir können das sogar hintereinander weg erforschen. Das ist super. Brauche ich mich darum nicht zu kümmern. Wo habe ich jetzt Abreißen? Abreißen hier. So, dann kann ich nämlich die Straße setzen. Einmal so und einmal so. Passt doch besser. Der Orden hat vernommen, dass Sie die Gunst der Krone verloren haben. Das gefährdet Ihre gegenwärtige Mission. Ich musste Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um einen Ausweg zu finden. Die Grundsteuer ist eine gewiefte Methode, Sie vom Weg abzubringen. Ich weiß noch nicht, wer dahinter steckt. Doch sie hält den Plan auf. Das können wir nicht tolerieren. Wenn ich eine Lösungsmöglichkeit gefunden habe, werde ich Sie kontaktieren. Vergessen Sie nicht, der Orden ist Ihr einziger Freund. Unser Plan ist unsere einzige Zukunft. Ja, so kann man das auch sehen. Aber ist ja nicht schlimm. Wir sorgen jetzt noch für Unterhaltung, damit wir dann auch die Zufriedenheit unserer Leute bekommen. Eine Taverne. Möchte ich am liebsten so mit hinstellen, aber hier ist es eben besser. Am Strand macht sich das auch immer gut. Aber am Strand ist das auch blöd. Wir stellen es einfach hier neben die Kirche, so. Können die gleich, wenn sie von der Kirche kommen, saufen gehen. Es gibt einen Ausweg aus der Grundsteuermisere. Sie müssen allerdings Ihre Hausaufgaben erledigen. Der Orden will nicht, dass Sie sich immer nur auf uns verlassen. Der Orden zeigt Ihnen den Weg, aber Sie müssen ihn gehen. Aufgabe: Stellen Sie Schmiergeld aus Ihrem Schweizer Nummernkonto bereit. Die Grundsteuer wird ausgesetzt. Die Verordnung Baugenehmigung sowie Belohnung von der Krone können Ihr Schweizer Nummernkonto bereichern. Okay, also Schmiergeld bereitstellen und dann Familienmitglieder, Forschung, Verordnung. Wo ist die Baugenehmigung? Da. Sie müssen Bürokratie erforschen, um diese Verordnung zu erlassen. Ja gut, das dauert noch. In spontaner Brillanz hat seine königliche Bauen Sie mindestens einen Fischereihafen. 3 Bürger kamen in Tropico an. Wir bauen einen neuen Fischereihafen. Ja, wo passt der am besten hin? Eigentlich hier. Muss an der Küste platziert werden, unerforschtes Gebiet. Ah, das auch noch. Na gut, dann bauen wir es hier hin. Straße dürfen wir nicht vergessen. Sehr schön. Jede Menge Platz für weitere Arbeiter. Juhu! Wieder ein neuer Auftrag. Den Markt mit billigen Getreideexporten... Verdienen Sie 10.000 aus Profiten mit Erzen und Baumstämmen. Gut, dann brauche ich auch noch einen Holzfäller. Der macht sich hier richtig gut, da wo es noch Holz gibt. Und unsere Leute sind wieder zurück von ihrer Erkundungsmission. Naja, sieht ganz nett aus. Nichts Besonderes, aber okay. Für ein richtiges englisches Frühstück brauchen Sie mindestens 4 Gänge, mein Freund. Okay, 4 unterschiedliche Nahrungsquellen haben wir. Ja. Für ein richtiges Engel. Ja, ist doch abgeschlossen, ist doch alles gut. Die Revolution verlangt, dass alle Menschen gleich sind. Nun wer? Wir sollen einen Manager einstellen für die katholische Mission. Gewerkschafter, Arbeitsqualität. Eine Gruppe schlecht gelaunter Freibeuter ist gekommen, um... Das muss ich gleich machen. Jetzt muss ich erstmal den Manager einstellen. Ach, das sind die schlecht gelaunten Freibeuter, ja? So, Manager. Hauswirt erhöht die Wohnqualität von Wohngebäuden in der Nähe um 5. Mentor, Effizienz von Gebäuden in der Nähe steigt um 1. Aufseher, Gebäudeeffizienz steigt um 5. In der Nähe. Wir machen mal Hauswirt. Hauswirt ist okay. Einstellen, denn hier sind ganz viele Wohngebäude, das wäre super. Okay. Ich lebe und werde weiterkämpfen. Gut, da haben wir ganz viele Bösewichte. Ich hoffe, dass die Leute, die mich beschützen sollen, das auch können. Truppe auswählen. Erwarte ihre Befehle. Ihr kämpft wie Waschlappen. Was soll ich denn machen?
Wann greifen wir an? Jetzt. Auf da. Okay, das machen die wahrscheinlich von alleine. Erstmal weiter Play drücken. Dank ihrer Mühen wächst die... 3 Revolutionäre mit dazu. Bauen wir jetzt noch ein Opernhaus. Neue Fischereihäfen. Einmal bitte einen neuen Fischereihafen. Achso, den habe ich schon. Der kommt. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des... Ich nehme das Geld fürs Schweizer Konto. Ein Soldat ist immer im Dienst. Okay, die kämpfen jetzt. Und die Piraten sind ziemlich gut, aber da kommen hinten noch mehr. Ah, die verteidigen die Farm. Sie haben die Piraten getötet. Sehr gut. Da sind aber noch mehr. Komm schon, komm schon, komm schon. Haut sie um. Der Krieg ist die Hölle. Größe 8 von 8. Angriff 80. Ich hätte mal auf den Angriff der Piraten achten sollen. Oh nein, die haben meinen Fischereihafen kaputt gemacht. Präsidente, wir... Zeitung freigeschaltet, das ist aber schön. Alles wieder aufbauen. So. Das Opernhaus ist fast fertig. Ich glaube, das machen wir auch mit dem schnellen Bau. Ausgezeichnet, sehr gut. Wieder ein paar neue Leute. Piraten wurden zurückgetrieben. Und die Profite steigen. Das heißt, ich baue jetzt auch weitere Wohngebäude, damit die Leute nicht immer in Baracken leben müssen. Brauche auch noch eine neue Straße daneben. Ach, das klappt alles nicht so, wie ich das will. Nein! Denn ebenso. Ist egal. So, wir kriegen wieder Exportprofite und das ist gut, denn damit kriegen wir unsere Rinderprofite auch einigermaßen aufgebessert. Die Pläne seiner Majestät. Exportieren Sie 5000 Fisch. Machen wir. Das wird das Einfachste sein. Man sagt, das Heim eines Menschen sei seine Burg, alter Freund. Ich würde aber auch sagen... Billige Häuser bauen. Wir bauen 5 neue Landhäuser, damit kriegen wir die Unterstützung der Revolutionären. So, 3 haben wir schon. Dann will ich meine Staatsschulden verbessern. Die Krone überweist Ihnen $6,600, das ist super. Die werden wir dann auch nutzen, um unsere Unabhängigkeit gleich zu erklären. Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern. Wir haben jetzt 32 Unterstützer bei den Revolutionären, 42 Unterstützer der Königstreuen und müssen dafür sorgen, dass weitere Revolutionäre auf die Insel kommen. Bloß wie lange könnte das noch dauern? Da kommen neue Revolutionäre. Präsidente. Sie können die Unabhängigkeit erklären, weil wir 51% Zufriedenheit haben. Das reicht mir aber noch nicht, wir haben noch zu wenig Unterstützer. Gesundheitsversorgung ist noch schlecht und die Religion ist ebenfalls schlecht. Aber da kommen die Revolutionären, vielleicht schaffen wir es. 19 Bürger kamen in Tropico an. Glückwunsch! Jetzt erzählen Sie mir mal. Ich mag es mal falsch zu liegen, denn dann kann ich was dazulernen. Okay, die Bürokratie nehme ich gerne. Großartige Neuigkeit! Militärport freigeschaltet. Buddy, ich gratuliere. Well done! Sie bringen mich noch immer zum Staunen. Nun wird's Zeit, Ihren Erfolg zu feiern. Papier möchte ich nicht erforschen, dann nehme ich das kostenlose Militär. Sie brauchen nicht mal die Hälfte der US Army, Buddy. Die besteht momentan ohnehin nur aus 37 Freiwilligen. Eine jüngst veröffentlichte Studie hat ergeben, dass die Army der USA bedeutend ist. Selbst die bulgarische Armee ist größer. Deswegen, unbedeutend, deswegen habe ich mir erlaubt, Ihnen ein kostenloses Militärfonds zu geben.
Das können wir doch bauen. Wenn es sowieso kostenlos ist, warum nicht? Militär, Militär vor. Hat das auch irgendwo einen Eingang? Ja, da ist er. So, das wird gebaut. 6.200 würde so kosten. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre... Ja. Sir, einmal mehr hat die Krone die Grundsteuer verdoppelt. Ja, nur Schluss. Präsident, ich meine natürlich Gouverneur. Noch nicht. Warte mal. Einmal kurz gucken. 47 Unterstützer machen wir. Präsident! Seine Majestät zeigt... So, schon sind wir bei den Weltkriegen angekommen und können auch die nächsten Forschungen endlich in die Wege leiten. Es wurde aber auch Zeit. Wahlrecht, reiche Bürger, säkulärer Staat und Wehrpflicht, Berufsarmee, keine Ausbildung für Soldaten, Wahlrecht, reiche Bürger, weniger wählen basiert, nee, männliche Bürger, reiche Bürger, alle Bürger. So, das ist okay, das ist unsere neue Verfassung. Alles ist gut. Es ist höchste Zeit, in die USA zurückzukehren, Buddy. Doch vor meiner Abreise möchte ich mich noch einmal für all das bedanken, was ich als Ehrengast auf Ihrer wunderschönen Insel erleben durfte. Ja, immer gerne. War's das schon? War das die Mission? Tatsache, das war's. Die Welt verändern. Das halten wir durch. Überleben Sie zahlreiche Invasionen. Ich glaube, das ist auf Bao Bao am besten. Denn da haben wir schon einiges fertig. Liebe Mitbürger von Tropico, heute erhebt sich ein neuer Feind, der meine Lebensweise, meine Freiheit und meine strategischen Bananenreserven bedroht. Isla Roja hat uns ohne die geringste Provokation den Krieg erklärt. Tropico, jetzt ist nicht die Zeit, sich zu fürchten. Wir werden diese Bedrohung ins Auge sehen und wir werden durchhalten. Wir werden unsere Küste verteidigen und wir werden durchhalten. Wie unsere Lamas spucken wir allen Feinden ins Auge, die unser Land verunreinigen. Wir werden durchhalten. Viva Tropico! Das halten wir durch. Wenn ihr denkt, dass die Kommunisten und die Kapitalisten plemplem sind, weil sie sich über abstrakte Dinge streiten, dann wartet nur, bis ihr die anderen Jungs seht. Die einen haben überall ihre geladenen Waffen dabei. Die anderen haben dem Genuss von Alkohol so gut wie komplett abgeschworen. Leute, wo soll das alles noch hinführen? Juristensprache, Verfassungsoptionen könnten wir fertig machen. Weiße Fahne, Botschaft und Preisen und Kraftwerk für Strom. Ich nehme Strom. Dann nehmen wir die weiße Fahne und dann die Verfassungsoption. Gut. So, jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die ganzen Leute hier in die Army kommen und uns verteidigen. 64% Zufriedenheit haben wir aktuell. Das liegt daran, dass gerade die Nahrung auch sehr, sehr hoch ist. Die Nahrungsvielfalt ist schön mit 5 verschiedenen Produkten. Sicherheit ist relativ noch. Wir brauchen Polizeiwachen, wir brauchen ein Mediengebäude für Freiheit und wir brauchen mehr Religion. Was haben wir denn bei Religion? Jetzt haben wir ja so einiges freigeschaltet. Inquisition, Irrenanstalt, Kirche. Eine Kirche für 6.000 können wir bauen. Kennen wir noch von früher? Bauen wir. La Cucaracha. Wisst ihr, was ich mache? Ich baue noch eine Straße. Die ziehen wir von hier nach oben. Ah, funktioniert nicht. Schade. Mein Plan funktioniert nicht. Na gut. So, dann bekommen wir eine Kirche. Das ist ja schon mal gut. Parkplatz. Kennen wir noch von früher? Das ist sozusagen das neue Parkhaus. Dann bauen wir das einmal hier mit hin. Und noch ein Parkplatz. Ja, hier drüben. Für den Holzfäller und für die Mine. Und ein Parkplatz kostet jeweils immer 2.500. Das erinnert mich wieder an früher. Eine feindliche Macht überfällt unsere Insel. Schneller Bau. Wollt ihr das nicht fertig bauen? Könnt ihr es nicht fertig bauen? Baupriorität normal.
Aber das Fort ist doch noch gar nicht fertig. Angesichts der Nachricht, dass unsere Bevölkerung nun 100 Insulaner erreicht hat, macht es mich traurig, dass es mindestens 2 Leute in Tropico gibt, die noch nie einen Fuß in die Jolly Roger gesetzt haben. Ihr zwei brecht mir das Herz. Habt ihr mich denn gar nicht lieb? Wohl nicht. Wohl nicht. Dieses Gebäude wird nach Beenden des Kampfes fertiggestellt. Sie wollen bloß ein paar Gebäude zerstören und alles ist gut. Ja gut, dann schalte ich mal schneller voran. Schießen sich hier gegenseitig ab. Gut, unsere Leute sind tot, alles wird kaputt gemacht. Juhu! Ich könnte alle wieder aufbauen drücken. Jetzt sind schon 2000. Die Mine wird noch kaputt gemacht und dann verkrümeln die sich hoffentlich wieder. Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Riesige Gewinne aus dem Unglück anderer zu machen. Sowohl... Sowas liebe ich. Ja, sowohl die Alliierten als auch die Achsenmächte brauchen dringend Nachschub. Wir können da also große Profite machen, weil sie nicht Nein sagen können. Exportieren Sie 5000 Bananen. Wenn Sie diese Aufgabe annehmen, wird die gleichlautende Aufgabe der Achsenmächte abgebrochen. Wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Nun ist es Zeit, unseren Erfolg zu genießen. Ja, Preis von Bananen. Ich hätte hämisches Lachen üben sollen. Das ist also unsere frühere Ananas, ja? Die Veronica Veneno.